Jo, herzlich willkommen zurück in Satisfactory, dem Fabriksimulator. Ich habe ja gesagt, diesmal wird es den Weltraumlift geben. Ja, deswegen habe ich mal ein bisschen was vorbereitet. Das kennen wir ja noch aus der letzten Folge. Hier habe ich die Produktion für die Rotoren gemacht und mein Hub ein bisschen verschoben und so weiter. Und habe ja gesagt, hier unten würde ich dann gerne den Weltraumlift hinmachen und dass ich vorher noch ein bisschen was baue. Ja, habe ich getan. Look at this, ne? Und da kommt Kollege Weltraumlift hin. Dann habe ich zusätzlich hier oben noch eine große Produktionsstrecke bzw. den Platz gemacht, wo ich dann den ganzen Spaß für den Weltraumlift hin mache. Das heißt, das, was ich da drin brauche, in dem Fall die intelligenten Beschichtungen. Jo. Dann habe ich mich dazu entschlossen, da müsst ihr mir auch sagen, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich baue immer zwischendurch ein bisschen was vor und würde euch dann im nächsten Video dann immer zeigen, wie das aussieht. Beziehungsweise, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, kurz ein bisschen was vorbauen und dann entsprechend dann euch erklären, was ich vorhab. Wenn ihr natürlich wollt, diese oder wenn ihr diese Zwischenschritte sehen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob das so für euch okay ist oder nicht, weil ihr schaut ja meine Videos und ihr müsst entscheiden, wie ich es am besten mache. Aber nicht wundern, wenn es dann ein, zwei Folgen später noch nicht so passiert ist, weil ich nehme immer in Staffeln auf. Ja, ich nehme nicht immer eine Folge auf und warte darauf, dass jemand kommentiert, sondern ich nehme gleich mal 3, 4, 5, 6 Folgen auf und dann, ja, später werden die dann nacheinander hochgeladen. So, wir brauchen den Weltraumlift. Mal gucken, da haben wir Output, Input. Hier haben wir einen Knopf. Knopf ist wichtig. Jetzt stelle ich das Ding mal hin und dann renne ich schnell nach oben, dass ihr seht, wie der sich aufbaut, okay? Run, Forest! Run, Forest! Run, Forest! Ah, da seht ihr schon. Da kommt der Weltraumlift an. So, die Krallen werden ausgefahren. Jetzt kommt der Weltraumlift runter. Sehr geile Animation. Sehr, sehr geil. Mega geil. Immer wieder faszinierend, dieses Ding zu bauen. So, und da ist er. Weltraumlift. Guck mal, ein riesen Hoshi. Wahnsinn, wie riesig das geworden ist. Aber ich muss jetzt von hier oben gucken, weil sonst hättet ihr das nicht richtig gesehen. Gut, dann schauen wir mal. Wir brauchen... Sag ich doch. Verstärkte, nee, intelligente Beschichtung. Dazu brauche ich verstärkte Platten und Rotoren. Zum Glück produziere ich beides. Hahaha. In weiser Voraussicht natürlich. Ja. Produziere ich das. So, und jetzt machen wir die Produktionsanlage dafür. Ihr habt es ja gesehen, die Rotoren werden da jetzt gemacht. Die anderen Dinger werden jetzt da gemacht. Hier habe ich ein bisschen was rausnehmen müssen, weil mir gingen langsam die Eisenplatten aus. Deswegen muss ich echt gucken, ob ich das langsam wieder ein bisschen vorankriege. Schauen, der macht auch sehr gut verstärkte, dann kann ich jetzt hier durch. Gut. Dann hole ich mir mal 8 Rotoren hier oben raus. So. Das reicht erstmal. Da ich ja 2 Manufakturen bauen will, reicht das auch zu. Mal gucken, wie wir die am dümmsten stellen. Manufaktur. Ich will ja, dass er die auch gleich da unten reinknüppelt, ja, dass die halt nicht lange rumeiern. Ja, genau, so machen wir das. Zack. Jetzt machen wir das so und dann kann ich nämlich auch die Rotoren gleich wieder ins System mit einschleusen. Nämlich nach hier. Nehme ich die dann gleich wieder mal nach oben und kann die von dort aus dann wieder weiter produzieren lassen. Für zum Beispiel später Motoren. So, genau, so machen wir es. Achtung. Stellen wir hier. Wie vorne solche Dinger hin. Das mache ich jetzt auch hier. Oh, bin ich auf richtiger Höhe, warte. Kurz gucken. Ich gehe Schmarrnbauer hier. So, da die nicht viel brauchen, müsste eigentlich MK1 reichen. So, knüppeln wir die bis hier vor.
Dann lasse ich die da auch erstmal stehen. Ja. Und jetzt hauen wir hier wieder unsere Splitter ran. Einmal oben in den Splitter. Nicht richtig, richtig in Höhe, oder? So. Zack. Und hier ein Splitter. Ich berichte. Oh, ich muss auch mal gucken, ob ich richtig stehe. Zack. So, und unten ist es eigentlich völlig bums, wo der hinkommt. Hauptsache, der ist irgendwo in der Richtung. Ach, das hat gar keiner gesehen. Fehlt wieder Platte. Das ist echt Wahnsinn. Also, was die. Da, guck. Keine Platten mehr da. Ich brauche echt die, die nächste Stufe von den Förderbändern, weil sonst komme ich da vorne nicht zur Rande, weil davon nämlich viel zu viel durchläuft. Den habe ich schon. So. Und das da. Gut. Dann juckeln wir. Vielleicht natürlich. Ne, ich habe noch genug. Sehr gut. So, und hier machen wir wieder das altbewährte Thema mit dem Lüften. Das funktioniert nämlich richtig geil. Also das ist. Das habe ich mir auch mal von irgendeinem YouTuber nochmal angeguckt, hier, wie der das macht. Das finde ich richtig geil, weil das nämlich extrem auch Platz spart. Ja, und ein bisschen aufgeräumter aussieht. So, und du sollst jetzt hier intelligente Beschichtungen herstellen. Das machen wir gleich mal. Zack. Du natürlich auch. So, und jetzt brauchst du natürlich noch was. Genau, Saft. So, erstmal eins. Nummer zwei. Boah, hier fuhr gerade ein Moped vorbei, Alter. Mit 80. Oh ja, er hat noch. Perfekt. Ich hoffe, der Strom reicht. Ja, wenn der Strom natürlich nicht reicht, wäre echt Asche. Mal gucken. Jo, der produziert perfekt. Gut, dann kann ich hinten den Fusionator dran machen. Gucken wir nochmal ganz kurz nach dem Strom. Ja, wir waren hier vorhin schon mal kurz an der Spitze, ne? Jetzt kann ich Updates. Doch, der ist eingeschaltet da drüben. Der läuft doch mit, oder? Jo, der ist eingeschaltet. Passt. Da hat auch 150 Grad noch drin. So, und dann haben wir jetzt hier 8 den Kollegen dran. In die Richtung. Jawohl. Das gleiche nochmal hier. Naja, habe ich ja im MK2. Davon habe ich aktuell einfach zu viel oder mehr. So. Läuft das nämlich hier raus, weißt du? So, bis hier vor oder so. Kriege ich das hier irgendwo da? Zack. Dann sind wir ja ganz, geschickt. Pass auf. Dann machen wir jetzt hier. Ja, erstmal fallen wir runter. Ja. Dann stellen wir das Ding hier zack, zack, zack. So rum hin. Wir sind ja Weltraumlüfter. Warum ist denn hier so ganz schön neblig? So, nehmen wir mal bis hier hin. Auch ein bisschen höher. Jawohl. Und da läuft es nämlich gleich automatisch rein. Und wenn der full ist, da brauche ich nämlich dann, glaube ich, bei der nächsten Runde auch nochmal die Dinger. Kann ich das gleich stehen lassen. Und die anderen Dinger, die ihr noch braucht, mit produzieren. So. Und jetzt läuft schon in mein, ihr seht's, Weltraumlift das rein, was er braucht. Perfekt. Viere gehen schon rein. Ich glaube, 50 braucht ich, wa? Dann bauen wir jetzt nochmal hier auf MK2 um. Das kriegen wir ganz einfach hin. Zack. Zack. MK2, wie gesagt. Aber hier genauso. Hier genauso. Hier oben muss ich noch MK2 draus machen. Ja, da fehlen gerade verstärkte Platten. Das macht doch mal nichts. Bauen wir einfach hier welche nach. So, hier MK2. Da MK2. Dann kriegen die immer noch ein paar Stahlplatten frei, weißt du? So, zack. Jetzt läuft das natürlich noch ein bisschen schneller voll. Und so soll es sein. Sehr schön, der produziert schön die Platten. Die intelligente Beschichtung, ja, da laufen sie runter, 2 Stück gerade. Jetzt gucken wir mal, wie wir die Übertaktung hinbekommen. Das wäre nicht ohne, warte, ich habe mir den MRM jetzt übrigens hingekloppt. So, das war unter Elektroschnecke. Alien Organisme, nee, Elektroschnecke. Und zwar übertakten will ich das hier. Ja, genau. Also Forschung starten. Dann können wir nämlich endlich diese ganzen Dinger hier alle übertakten, dass sie ein bisschen schneller noch laufen. Und gerade solche Dinge dann hier
beschleunigen. Ja, dafür habe ich schon Elektrofragmente gebaut. Die findest du natürlich mit Elektroschnecken. Oder kannst du aus Elektroschnecken machen. Da laufen die nächsten Runde. Oh, perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. So muss das sein. Genau. So, gucken wir mal. Könnten wir sogar noch diese Folge schaffen, du. Könnten wir sogar noch diese Folge schaffen. 5 Minuten sind dann die... Ist das MM durch? Gucken wir zwischenzeitlich mal noch nach dem Strom. Das sah gut aus. 143er und da noch drin. Vorne habe ich auch vorhin nochmal nachgefüllt. Da muss ich irgendwann jetzt mal wieder ein bisschen Holz sammeln. Eigentlich komme ich ja dann so in die nächste Stufe. Kann ich die nächste Stufe dann ausbauen. Wie sieht's aus? Der produziert schon gar nicht mehr. Der ist sozusagen durch. Okay. Der auch. Die nächste Stufe wäre dann Kohle. Definitiv Kohle. So, ja, machen wir hier nochmal 50 rein. In jeden. Ungefähr so bei 150 sind. Mal bei ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Also im Schnitt bei 150 sollten wir rauskommen. Jawohl, das sieht gut aus. Dann habe ich sogar noch ein bisschen was über. Das hauen wir hier rein. Warte mal, ich brauche natürlich noch ein bisschen was für meine Säge. Entschuldigung. Wunderbar. Ja, die Produktion hier vorne ist schon mächtig, ne? Wie man sieht hier, das läuft durchweg. Das läuft da rein, läuft da raus. Hier habe ich auch noch genug drin. Also er produziert so viel nach, wie er eigentlich hinten rausschickt, aber er kann aktuell hier, kriegt er einfach nicht mehr auf die Lunte. Ja, das ist das Problem. Also hier ist zurzeit das Bottleneck. Ja, wie du guckst, hier hast du 100 drin in denen und in denen sind schon keine 100 mehr drin. Ja, das sind nur 2, 3 drin. Das ist natürlich das Problem. Ja, der macht natürlich erstmal die ersten voll. Gucken, wie es hier aussieht. Kabel läuft schon nicht mehr weiter, das ist schon voll. Draht scheint auch noch zu wenig zu sein, obwohl ich da noch einen Fehler gefunden habe, den ich noch bereinigt habe. Da hinten noch ein MK1 irgendwo hingebaut. So, jetzt ist mittlerweile MK2, also es läuft schon mal ein bisschen schneller rein hier, aber es wird auch bald ausgehen. Ja, da muss ich definitiv auch schnellere Produktionslinie haben. Jetzt müssen wir gucken, was wir eher brauchen, Rotoren oder ich brauche definitiv erstmal Rotoren. Das heißt, dann wird das Ding jetzt ausgeschaltet. So, soll er den Rest durchproduzieren? Das sollte jetzt, das war jetzt doof, das hätte ich nicht machen sollen. Das ist Nummer 3, genau. Obwohl, doch, musste ich ja. Muss ja abnehmen, das Zeug. So. Also das gleiche produzieren wie dort. Auch vorher macht er erstmal alles noch leer, was er drin hat. Obwohl, da kann ich die hier rausnehmen. Kann ich ja verwenden. Zack, dann stellen wir hier um auf nicht intelligente, sondern auf Rotoren. Zack. Und da brauche ich jetzt dann einmal das und einmal die 2. Einmal die 4, einmal die 2. Förderbandsplitter. Ja, und so kannst du dann halt hier umbauen, wenn du merkst, okay, du brauchst ein bisschen mehr, oder hast ein bisschen mehr Bedarf von. Von dem, dann baust du halt das mehr aus. Hast halt ein bisschen mehr Bedarf von dem anderen. Dann baust du es halt auf das andere um. Ja, das ist halt der große Vorteil von dieser, ich nenne es mal jetzt Aorta, ja. Weil du hier nämlich dann schnell drauf reagieren kannst. Zack. Zack. Schnell mal auch die Produktion umstellen kannst, ne? Wie man sieht. Ruckzuck. Was läuft rein? Schraube, Eisenstange. Vorne kommt Rotor raus. Ich will natürlich gucken, dass der Output hinten damit auch stimmt. Den muss ich nämlich jetzt hier rausnehmen. So. Den Output nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. So. Den Splitter hätte ich eigentlich lassen können. Den Fusi hätte ich eigentlich lassen können. So, in die Richtung. Nochmal nach dort. Und von dort aus ein MK2
In die Richtung. Wunderbar. Und schon habe ich einen mehr angeschlossen. Look at this. Ne? Geil. So liebe ich das. Dann produzieren wir nämlich jetzt drei davon. Oder dreimal das. Und einmal das. Zweimal das andere. Ne? Schauen wir mal hier hinten rein, wie es aussieht. Wie viel brauchen die eigentlich? 2 pro Minute, alles klar. Auch 2 pro Minute und ausgeben tun sie eine intelligente Beschichtung, das heißt 2 pro Minute. Gucken wir mal kurz rein, wie viel schon drin sind. Läuft ja stetig da was durch. Immer mal so 2, weißt du? Ah, 32 haben wir. Perfekt. Die knüppeln wir noch aus hier. Bing, bing. Habt ihr gehört? Das ist wieder meine, nenn's mal jetzt 15-Minuten-Grenze, ja, die ich mir jetzt so eingestellt habe pro Video. Ich mach das mal kurz. Bing, bing. Außerdem ist hier mein Essen fertig, wie man sieht, ja. Ja, Produktion über Takten. Nice. Dann kann ich das nämlich jetzt hinten noch ein bisschen effizienter machen. Aber vorher knallen wir hier mal noch Elektroschnecke. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Nee, kann ich noch nicht. Okay, da fehlt mir noch ein bisschen Zeugs, das will ich gleich. Mir ist jetzt wichtig, dass wir hier hinten die Produktion ein bisschen antreiben. Ein bisschen über Takte, weißt du? So. Wir brauchen natürlich dann ein bisschen mehr Strom. Jetzt macht er schon mal 3 pro Minute. So. Der jetzt auch 3 pro Minute. Und da der aber mehr Zeug kriegt, schafft er sogar 4 pro Minute. Dann sind wir da noch ein bisschen schneller. Was brauchte ich? Kabel und Eisenstange brauchte ich. Das nehmen wir mal mit. Von hier. Zack. Und Kabel nehmen wir mit von hier. Schon laufen die nächsten Kabel nach. Strom! Das war natürlich schon fast klar, dass das passiert. So, Elektrofragment kann ich nicht. MAM wollte ich, genau. Die Elektroschnecke nehme ich im Suchfenster habe. So, kann ich irgendeine Produktion ausstellen? Dass der Strom weiter fließen kann. Das brauche ich, das brauche ich. Jo, Kupfer kann ich ja nicht ausstellen. Zumindest die Dinger hier. Dann gehen wir mal hier zu so einem Strommasten. Knüppeln das gleich mal wieder an. Ja, das war, das ist natürlich klar, ja. Das passiert dann immer bei den etwas größeren Produktionen, wenn die übertaktest. Hätte dann nämlich statt 15 gleich mal 20 oder 30 verbrauchen. Da kriegst du natürlich am Anfang gleich mal eine Spitze. Wenn ich die beiden Kollegen jetzt zum Beispiel ausschalte, wie viel haben wir die aktuell? 45. Das ist natürlich logisch. Jetzt läuft das mal. Wenn ich den aber jetzt dazu schaue. Ah, shit. Alter, ihr seht, hier gibt es echt Probleme. Ne? Stromprobleme. Seht, ich muss das definitiv wieder rausnehmen. Oh, wieder. Das ist doch nicht wahr. Kurz unter der Grenze, ja, am Anfang gibt es erstmal einen Hub, ne? Shit. Es geht nicht, also kann ich die nicht übertakten. Das ist definitiv dann zu viel, was die da verbrauchen aktuell. Gut, dann lassen wir weiterlaufen. Jetzt läuft er. Junge, Junge, Junge. Das haben wir rausgenommen, da hinten. Den jetzt wieder zuschalte. Ich piek gleich wieder ein bisschen nach oben. Aber gleich haben wir es geschafft, dann sind die 50 auch drin. Jetzt haben wir ein bisschen hier Verlust gehabt, weil es nicht weiter lief in der Zwischenzeit.
Aber es muss ja auch was schief gehen bei den Chaotenbrüdern, ne? Sonst wären es ja nicht die Chaotenbrüder. Da haben wir Nummer 43, Nummer 44. Und Nummer 46. Ah, ist auch cool, ne? Die Animation hier drin, ne? Wenn du das anguckst. Wie er das herstellt, ja. Diesen kleinen Arm und dann die Schweißroboter. Schon geil gemacht. Da, guck, der kippt das ab. So, 47. Jeder noch einen abgeben und dann war's das. Dann kann ich das losschicken. Die letzten zwei nehme ich mal per Hand mit runter. Ja, ihr seht, Strom ist echt ein wichtiges Ding, was hier brauchst. So, die nehmen wir mal so mit. Ja, die liefert auch gerade ab. So. Das nächste brauche ich nämlich gleich 500, ja. Also, nächste Stufe sind dann 500 intelligente Beschichtung. Das ist natürlich auch heftig. So, der letzte läuft rein. Da. Da kommt er. Da gucken wir uns mal die Animation an, wenn wir das hochschicken. Jack. So. Load. Seal. Und nach dem Versiegeln hauen wir das Ding nach oben. So, ab dafür. Jetzt kriegt er Energie. Und auf nach Fixit Incorporated. Und ich verabschiede mich für diese Folge bei euch. Wünsche euch noch alles Gute. Nein, natürlich geht es in der nächsten Folge weiter. Weil wir haben ja jetzt wieder ein bisschen was freigeschaltet. Können ja mal ganz kurz reingucken. Ich glaube, das nächste müsste dann Kohle sein. Genau, Kohleenergie, einfache Stahlproduktion. Das sind die nächsten Dinge, die anstehen. Bis dahin bin ich raus. Wünsche euch erstmal alles Gute und haut rein. Wichtig, Abo da lassen, Like da lassen und gerne mal in die Kommentare drunter schreiben, was ich noch besser machen kann. Bis dann. Ciao, ciao.